Diese Lüge war das Einzige, das sie beschützen kann. Also ihren Schutz brauche ich nicht, sondern einen Hinweis. Und sie hocken ein Jahr lang darauf herum. Also, wer ist diese Person? Wie finde ich diesen Mann? Er ist nur eine Stimme am Telefon. Er ist ein Schatten im Parkhaus. Sie haben ihn getroffen? Wie können Sie wissen, dass er nicht hinter dem Mord an meiner Mutter steckt? Woher wissen Sie, dass er nicht darin verwickelt ist? Und wie in aller Welt konnten Sie das tun? Weil ich sie liebe. Aber das wissen Sie ja schon, nicht wahr? Und zwar seit etwa einem Jahr. Soll das ein Witz sein? Damit kommen Sie mir ausgerechnet jetzt? Nachdem ich weiß, dass Sie mich betrogen haben? Kate, hören Sie mir zu. Ihnen zuhören? Warum sollte ich Ihnen zuhören? Warum sollte ich noch auf irgendetwas vertrauen, das Sie sagen? Wie können Sie... Weil wir das alles zusammen durchgemacht haben! 4 Jahre lang war ich für Sie da. 4 Jahre lang habe ich darauf gewartet, dass Sie die Augen öffnen und sehen, ich bin für Sie da. Und ich bin mehr als ein Partner. Jeden Morgen bringe ich Ihnen einen Becher Kaffee, damit ich ein Lächeln in Ihrem Gesicht sehen kann, weil ich finde, Sie sind für mich die bemerkenswerteste, wahnsinnigste, herausforderndste und frustrierendste Person, die ich je getroffen habe. Und ich liebe Sie, Kate, und wenn Ihnen an mir irgendetwas liegen sollte, wenn ich Ihnen irgendetwas bedeute, dann tun Sie das nicht. Was heißt, wenn mir etwas an Ihnen liegt? Sie haben einen Deal für mich abgeschlossen, als wäre ich ein kleines Kind. Um mein Leben, um meins. Das haben Sie nicht zu entscheiden. Wenn Sie damit weitermachen, dann werden die entscheiden. Die werden Sie umbringen, Kate. Die sollen von mir aus kommen. Sie haben Coonan geschickt und er ist tot. Sie haben Lockwood geschickt und er ist tot. Und ich bin immer noch hier, Castle. Und ich bin bereit. Bereit wozu? Zu sterben für Ihre Sache? Das ist jetzt nicht mehr die Untersuchung eines Mordfalls, Kate. Das ist zu einem Krieg geworden. Wenn die einen Krieg wollen, dann liefere ich ihnen einen Krieg. Und zwar direkt bis vor ihre Haustür. Wie es aussieht, kann ich nichts weiter dazu sagen, oder? Okay. Ja, Sie haben recht, Kate. Es ist Ihr Leben. Sie können es wegwerfen, wenn Sie wollen, aber ich bleibe nicht, um dabei zuzusehen. Und darum... Was ist das? Für mich? Alles in Ordnung? Ja, bestens. Wie läuft's denn mit deiner Rede? Ich habe mir jede Abschiedsrede angesehen oder durchgelesen, die je geschrieben wurde, und die besten Ratschläge für eine Rede zusammengetragen. Und dann habe ich sie laut vorgelesen. Und wie habe ich geklungen? Wie ein aufgeblasenes Arschloch. Ich bin 18 Jahre alt. Was zum Teufel weiß ich schon? Hey, alles, was du weißt und alles, was du wissen wirst, ist wahrhaftig für dich. Ich weiß nur, dass sich alles ändert. Und alles wird anders sein. Davor habe ich Angst. Wovor? Vor dem Neuen. Schreib darüber. Das ist wahrhaftig.